Den Wasserfall. Da sind wir ja schon. Okay, wir sind durch den Wasserfall durch und die Fackel brennt noch. Das ist ja fantastisch. Okay, da müssen wir hoch. Ja, das war wohl nix. Und was passiert da unten? Und wird gefressen, während wir hier hochklettern? Unser Kompagnon wird gefressen. Oh nein. Nein, den Bogen. Ist noch jemand? Da ist noch jemand. Hier rüber, da! Okay, haben wir alle. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen, doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt, die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ah ja. Gibt es noch Pfeile? Die sind voll. Ist nur lang. Oh, ein Hühnchen. Was treibt der Hühnchen denn hier? Ist jetzt ein bisschen fies, aber bestimmt ein Achievement oder so. Ist auch schwer zu jagen. Ich meine, die Hühnchen ist doch lecker. Kann man super zu asiatischen Nudeln essen. Okay, hier ist Feuer. So. Oh, ein Vogel.
Und wir sollen wohl darüber. Das ist ein Vogelnest. Zwei von zehn starten. Da sollen wir hoch. Okay, wie zum Geier. Ach so, da kommen wir dann. Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Ist es nicht. Oha. Kletter hoch. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefon. In die Richtung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Bitte! Das muss alles nicht sein! Ach du Scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, bis zum Funkturm würde ich auf jeden Fall, wenn das nicht mehr allzu weit ist. Okay. Molotov guckt er es. Das sind viele. Den Pyromanen hier ausschalten. Ach du Scheiße. Schubsen. Okay. Das Looten muss sein. Okay, und weiter geht's. Ey, mal anzünden hier. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Und die Schrauben, die hier drin sind. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, hier ist ein Feuer. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein Oha. Elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen.
Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Okay. Wir haben noch Munition. Hier ist was. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine antike Münze. Und nun? Ich denke irgendwo in diese Richtung. Hey! Wenn das Scheißding weg ist! Nein, alles okay. Da ist noch einer. Damit. Der Bogen ist als Nahkampf auch nicht wirklich geeignet. Oh nein, der lebt noch. Verdammt. Verdammt, Mann. Steht direkt vor dir.
Scheiße. Wenn auch noch rein. Ach, der Pyromane hier. Er brennt. Er stirbt und brennt. Es muss wohl sein Advent. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Aua, meine Augen. Genau, hier müssen wir hin. Es ist eiskalt. Kommunikationskonsole. Erstmal Tagebuch lesen. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Ah, ja. Wie ihr meint. Oha. Das Gas abdrehen. Fast wie praktisch. Wir schicken sie einen Pyromanen her. Oh, Kacke. Sagt ja der Kämpfer vor zu. Eine Laterne. Ich leuchte mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da unten leuchtet die Sterne und da unten leuchtet es gleich hier. Wenn ich euch anzünde. Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Oh nein, was habe ich getan? Ich bin dumm. Da geht's raus. Aha. Eine Schrottflinte. Beende es. Bitte. Fahr zur Hölle. Er wollte es so. Musste ihn seinem letzten Willen erfüllen. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet.
Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Aha. Sind das die Amis oder die Deutschen? Ach du Scheiße. Nachladen. Scheiße, Gemesser. Ich soll zum Bogen wechseln. Der hat sich selbst angezündet. Damit kann ich beim nächsten Lager aufwerten. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? So. Ach, Kacke. Zum Glück haben wir Bergsteigen Klamotten an. Ich höre die Menschen heulen. Ah, das ist die Kommunikationsstation. Sehr schön. Na toll. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Na, ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Hier werden wir also. Nächster Halt. Oben auf der Antenne. Da müssen wir jetzt hier hinaufklettern. Zu Glück haben wir schon was Warmes angezogen. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Hatten wir das schon, oder? Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Oha. Genauso plötzlich war er auch wieder weg.
Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Hat da irgendjemand mit schamanischen Zaubereien einen Sturm auf den Hals gesetzt? Unter denen. Oh, gibt's Pfeile. Dann wollen wir mal hier durch. Natürlich mit Winterklamotten jetzt hier durch die Hitze. Und gleich wird's kühl, wenn wir hochklettern. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Oha. Gefährlich hier. Schnell raus. Werden wahrscheinlich wieder einige von den Leuten sein. Ich wundere mich, wie die hier hochkommen, aber was soll es. Schnee. Das ist doch nicht normal. Sind sie überall. So weit oben wie du bist, ist das normal. Du bist hier schon, du bist auf. Bist auf Bergspitzenhöhe, auf einer Antenne irgendwo, das ist. Schnee ist hier normal. Noch. Okay, das waren die Fähigkeiten. Um hier was zum Verbessern. Die Waffe hier zum Beispiel. Mehr Munition. Nachladetempo. Schussfrequenz. Okay, größtes Magazin klingt erstmal sehr gut. Für den Rest haben wir keine Sachen mehr. Die haben wir schon verbessert, den werden wir die meiste Zeit nutzen. Okay. Dann mal lang hier. Nicht nach unten gucken. Ach du Scheiße! Jumpscare des Todes. Verdammt. Natürlich. Natürlich. Kriegt er im Event verpasst, wieder runtergeworfen. Das ist doch nicht normal. Müssen wir hier nochmal. Ja, müssen wir. Natürlich. 4 Fertigkeitspunkte. Wo müssen wir die? Das habe ich noch nicht kapiert, wo die über die einsetzen können. Ah, hier können wir Sachen meistern. Überlebenskunst. Ich würde besser das Kissen durchsuchen. Teile wiederfinden, das ist hilfreich. Das können wir gebrauchen. Das will ich auch noch haben. Sehr schön. Erstmal für Kampf, dann für Jäger. Jäger schalten wir später frei. Wenn jetzt auch herauskommen, wie wir was freischalten. So. Weiß ich Bescheid, was los ist. Er fliegt den Events. Ach du Scheiße, als ob! Ich hasse diese Quick-Time-Events. Schnee. Das ist doch nicht normal.
Die Verbesserungen sind jetzt gespeichert, oder nicht? Ja, doch, sind sie. Dieser Bastard. Ich mach ja schon.